Ey, hier, geht irgendein Jumbo-Scuff-Shit ab, Alter. Ist hier jemand ermordet worden oder sowas? Ja, wollen wir wirklich aber die Cops rufen? You're okay, that doesn't sound very good. Hey, woo! Was poppin'? Wir fahren jetzt weiter. Wir haben unseren, Digga, absolut falsch. Wir haben unseren ersten Camping-Spot verlassen, unseren zweiten eigentlich. Und müssen jetzt nochmal am Campingplatz, müssen ein bisschen aufrichten, Batterien laden, Wasser auffüllen. Leo muss einen Haarschnitt bekommen. Ja, wir fahren jetzt ungefähr eine Stunde nach Istad. Istad. Hier, du kriegst deine Zuschauer, ne? 52. Bro, du bist so ein... Digga, what the fuck? Bro, was ist das? Das war Real Talk. Bro, wir haben uns gestern seit 4 Tagen oder 3 Tagen das erste Mal geduscht. Das ist ja nicht das, was so riecht. Das riecht ja Real Talk nach Kotze gerade. So insane ekelhaft. Ey, schmeiß mal da bitte was rein, wirklich. Wir haben wirklich einmal in dieses Campingklo reingepisst. Wir haben da nicht reingekackt, ich gar nicht, nichts, Alter. Ihr zwei war das. Wir haben morgens gedacht, yo, wir haben ein Klo, also pissen wir da rein. Hätten wir gewusst, Digga, dass es danach riecht wie im Gulag hier, Alter, Digga, hätten wir da niemals reingegisst. Gegisst? Mein Gott! Bro, brauchen wir nicht. Guck mal. Wir haben Vanlife. Sollen wir sowas zum Basteln holen? Nee, absolut nicht. Vielleicht gibt es auch hier einfach Lebensmittel, weswegen wir hier sind. Ich werde damit so geil nerven. Nicht. Das ist so eine schlechte Idee. Ich werf das weg. Let's go. Ich hoffe, ihm gefällt es nicht. Nimm es in den Mund, bitte. Das hat Geld gekostet. Oh, weiß noch nicht, ob mir die so gefällt. Ich glaube, der spielt schon, wenn er Ruhe hat. Aber nach Zickzack. Wir checken jetzt ein. Check. Die war süß. Voila, verliebt. Der beste Campingplatz, Mashallah. Bro, wir sind die schlechtesten Camper der ganzen Welt. Never ever kriegen wir das da so reingefummelt. Ich muss halt einfach rein, ne? Alter, ich fühle mich gerade so dämlich deutsch, Alter. Ich bin aus Deutschland rausgefahren, damit ich nicht deutsch bin. Jetzt bin ich hier am Campingplatz und bin Deutscher. Ich bin auch deutsch. So, Stinkewasser, mach's gut. Es regnet! Der Van ist zu klein für 3 Personen! Das Kackerfach. Nimm den, oder? Stinkt immer noch. Pipi, Pupu. Sag was Lustiges, Pipi-Kacker-Joke. Wir haben die Campkarte verloren, das kostet 50 Euro. Ja. Das ist nicht lustig, das ist sau scheiße. Sebastian, was gibt's zu essen? Vegetarische Fichte. Nee, das ist ja ekler. Dann geh doch nach Hause und hol euch was zu essen! Papi hat Essen gemacht. Bin ich dein Vater? Ich hab dir schon 10-mal gesagt, du sollst die Probleme mit deinem Vater sein. Sieht man das? Wir fahren jetzt zum nächsten Spot an dem See. Da machen wir eine Olympiade und wer die Olympiade verliert, der kommt allein auf eine Insel für 24 Stunden. Coole Idee. Eigentlich wollten wir ein Boot kaufen. Es ist Sonntag, wir können... Los geht's! Tobi und ich haben eine neue Art, sich zu unterhalten, herausgefunden. ich bin Sebastian, damit verdiene ich mein Geld. Ja, meine lieben Jungen! Yes, willkommen zu einem neuen Dinnerstag! Doch voll geil, dass man in Schweden einfach on the road? Nein. Nein? Nein. Darf man in Schweden? Nein. Also Leute, wir haben unser Spot gefunden. Leider Gottes ist hier ein Zaun. Das heißt, zum Glück ist hier ein Zaun, weil früher konnte man wohl bis an den See ranfahren. Das geht jetzt nicht mehr, deshalb stehen wir jetzt hier. Und hier vorne ist direkt ein riesiger See, der ultra schön ist. Also wirklich übertrieben geil. Oh, guck mal, was hier ist. Moor? Nee, aufgewühlte Erde. Oh, ja, und hier sind eine Menge Wildschweine. Also auf der anderen Seite gibt es eine große Insel. Wir können natürlich auch sagen, dass es die Insel ist, Leo. Das ist ja langweilig eigentlich, oder? Weil das eigentlich auch schon lustig ist, ne? Boah, guck mal, was hier überall ist. Was hier? Ja, Wildschweine, die was aufwühlen. Sind das Wildschweine? Das ist mir jetzt ein bisschen unsafe hier für unsere Insel-Games. Also hier kommen ja die Wildschweine easy rüber. Auf der anderen Seite gibt es halt Inseln, die sind ein bisschen größer. Können Wildschweine schwimmen? Ja. Echt jetzt? Safe. Scheiße, ey. Ich hab mich jetzt schon eingekackt. Wildschwein. Aber hier ist man windgeschützt. Aber nicht Wildschwein geschützt. Wollen wir, ich sag mal so, sagen, scheiß drauf und weiterfahren? Nee, der Spot hier ist gut. Den Spot nehmen wir. Hier ist ja schön. Welches Geräusch macht ein Wildschwein? Oink, oink. Bro, da war ganz so. Lass erstmal kurz in den Van gehen besprechen, Alter. Ich weiß nicht, was mit dir. Ich meine, wie gefährlich sind Wildschweine wirklich? Sehr gefährlich, Bro. Übertrieben gefährlich. Also Wildschweine nehmen dich instant hops. Schwörst du jetzt auf alles oder nicht? Ich schwöre auf alles. Wildschwein-Scheiß hier, Bro. Das ist Pferde. Was ist das? Kuh-Scheiße. Da hinten war ein Wildschwein-Kacke auf jeden Fall. Das wird für beide sein, Bro. Was liegt da vorne? Koffer. Digga, das ist ja Jumbo-Scuffed hier, oder? Bro, die haben alles da liegen lassen, ja, an der Feuerstelle. Da lag wirklich, wie du sagst, Baba Holz. Ich dachte, der hält.
Können wir mit Feuerholz machen immerhin, ja, ne? Ja, also Feuerholz ist da vorne, wie gesagt, perfekt schon aufgereiht. Neben dem Koffer, der da drüben liegt, welches ist auf jeden Fall safe, hier ein Feuer zu machen. What the fuck? Ey, hier geht irgendein Jumbo-Scuff-Shit ab, Alter. Das ist ein fucking Autoschlüssel, oder? Oder nee, so ein Garagentor. Ist hier jemand ermordet worden oder sowas? Ein Rucksack? Ein kompletter Rucksack? Ey, Digga, nicht, wenn sich hier jemand das Leben genommen hat oder sowas. Alter, das ist so gruselig hier, Digga. Das ist so gruselig, Digga, hier, Mann. Hier wurde irgendjemand aufgenommen oder so. Bro, warum liegen hier Mappen und fucking... Eine Jacke, alles. Eine Unterhose oder ein T-Shirt oder so. Bilder von Kindern. Ach nee, ey. Ey Junge, ich schwöre, ich fühle mich hier ganz unwohl, ne? Ja, Bro, also Junge, hier wurde irgendjemand... Also, meint ihr, hat sich jemand das Leben genommen oder sowas, Alter? Ey, so, wollen wir einmal die Cops rufen, Digga? Bro, das ist ja noch gruseliger, Digga. Bro, hier sind so alte Bilder von Blumen. Hä? Holy... What the fuck? Hier steht Kriminals... Warte mal, hier stand irgendwas von Kriminals. Ja, hier. Kriminalswaren. Ey, wenn ich schwierig könnte, ne? Das sind irgendwelche Rechnungen, Digga. Guck mal, das sind alles Rechnungen. Ist das Blut? Hier ist ein Polizeibericht, by the way. Ein Polizeibericht? Oh. Digga, das sind alles offizielle Unterlagen von irgendwem. Und hier ist irgendwas von der Polizei. Nee, ich schlafe hier nicht, Digga. Angenommen, das ist jetzt jemand, der wird polizeilich gesucht oder so, ja? Und der ist Einbrecher und hat diese ganzen Schlüssel hier liegen, Digga. Oder ist ein Mörder, Digga, und von jedem Opfer hat er den Schlüssel mitgenommen. Digga, wollen wir wirklich einfach die Cops rufen? Wegen was denn? Ja, weil hier Unterlagen, Rucksack, Klamotten, Schlüssel von irgendwelchen Personen liegen. Description of the incident, theft and vandalism. Ey, muss man bei sowas die Polizei rufen? Ich würde es tun, also jetzt mal no joke. Ich würde, glaube ich, wirklich einmal die Cops rufen. Ach doch, nicht wegen sowas, oder? Ja, Bro, aber hier stehen von der ganzen Familie, sind hier Polizeibriefe und Rechnungen. Guck mal, wie sie aussieht, Digga, wie an einem Tatort. Guck mal, hier sind sogar Zettel mit irgendwelchen fucking gruseligen Notizen drauf. Digga, was steht? Das sieht aus, als wäre es vom Slenderman geschrieben worden. Wer wirft sowas wirklich hierher? Eine Tasche voll mit Schlüsseln? Es kann ja auch irgendwas hier sein, sodass irgendwer einfach seine Tasche hier vergessen hat, so. Ja. Aber wenn das halt jemand ist, der polizeilich gesucht wird, plus diese Schlüssel bei Einbruch und sowas, und ich wusste, also ich habe ja gesagt, Einbruch so. Ich wende jetzt hier nur irgendwo im Wald hockt, Alter. Ja, ich schwör's. Maybe ja. War der das sogar mit dem Geräusch. Willst du die Polizei rufen? Ja, Bro, Englisch werden die ja wohl sprechen. Leo, was sagst du? Es ist wirklich super schwammig. Es gibt keine handfesten Beweise dafür, dass sich hier irgendjemand umgebracht hat, dass hier irgendjemand wirklich kriminell ist. Diese Übersetzung ist halt auch ultra scuffed. Vielleicht war das ja auch eine Anklage von ihm an jemand anderen. Guck mal, siehst du diese Autospuren da? Die sehen aus, als wäre hier jemand losgerast. Lol. Sollte man doch die Polizei rufen? Ich weiß es halt nicht. Soll ich einen Homie anrufen? Der Polizist ist in Deutschland? Macht das Sinn? Ja, wenn der gerade dran ist. Ja, der kann das einschauen. Wir wissen jetzt nicht ganz, ob wir Polizei rufen sollen oder nicht. Und wir wissen halt nicht genau, was wir machen sollen. Ich frage jetzt halt gerade, ob das genug ist, um die Polizei zu rufen oder ob man sagt, yo, fuck it. Grundsätzlich, ne, lieber einmal zu Opfern rufen als einmal zu wenig. Schadet ja nicht unbedingt. Ja, dann rufen wir die einfach mal an. Ich glaube, das ist ein besseres. Danke dir, Bro. Boah, Digga, meine Welt wird gerade so schwarz-weiß irgendwie. Mhm. Da geht wieder mein Kopfkino los, Alter. Keine Ahnung. We have a little question. Concern. Yeah, a little concern. And we're just a little bit concerned if maybe somebody damaged himself. Like, yeah, committed suicide or something in the forest, because there's also a letter, a warrant of the police in it. Okay, that doesn't sound very good. Yes. I will create an errand here and we will get a police up to take a look at it. Uh-huh. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Und chillen da, Digga. Jungs, da ist auch noch eine Kiste. Ich wollte euch eigentlich nicht Schrecken einjagen, aber da sind so Notizbücher drin und so. Echt jetzt? Oh, Bro. Nein. Ich würde es auch gar nicht anfassen, gar keinen Bock, weil das sieht übertrieben scuffed aus. So überall Drähte und so. Golfball. Das können natürlich auch hier irgendwie Ausrüstung für den Zaun sein. Also mein Herz rast und ich habe Gänsehaut. Ja, same. Die Polizei ist leider immer noch nicht da, wir warten noch. Es ist schon langsam dunkel so. Also hier übernachten sehe ich uns nicht, tut mir leid. Was auch immer hier abgeht oder abgegangen ist, Jumbo-Jumbo-Creep, Alter, wirklich. Also ganz, ganz weirder Stuff so. Okay, wir haben gerade mit der Polizei gesprochen, die haben uns mal missverstanden. Die kommen erst morgen hierhin und jetzt haben sie uns gerade netterweise gebeten, ob wir die Sachen nicht zusammenpacken können. Ich habe ihnen gerade erklärt, dass es aussieht wie ein eventueller Selbstmord. Sie meinte ja, aber sobald sie die Sachen haben, können sie zumindest abschätzen, um welche Person es sich handelt, ob die Person eventuell vermisst ist und so weiter und so fort. Und deshalb packen wir jetzt diese Sachen ein und bringen das zur Polizeistation. Alter, das ist fucking weird, Mann. Vor allen Dingen, wir wissen halt nicht, also auf der Kamera sieht es nicht so dunkel aus, so, aber es ist fucking dark out here, also wirklich komplett dark. Ist hier jetzt eventuell jemand oder nicht? Okay, wir lassen die Kamera kurz im Auto, packen die Sachen und fahren zur Polizei. Bis gleich. Okay, wir haben jetzt sämtliche Sachen hier in so einen Sack gepackt. Übertrieben
weird. Die haben halt gerade am Telefon gesagt, dass die sehr, sehr viele Fälle gerade in der Gegend haben. Keine Ahnung. Also nachvollziehbar, dass hier gerade keiner hinkommt. All in all, Digga, es ist wirklich super weird. Und ich bin so hyperempfindlich, was sowas angeht. Aber ich muss mir 20 Mal hier die Hände desinfizieren. Leo, pack das einfach an. What the fuck, man? So wie es aussieht, pennen wir safe auf dem Campingplatz heute Nacht, oder? Digga, jetzt fahren wir so cursed Sachen rum, Alter. Digga, wir stehen da vorne und da sind so Gänse. Ja, aber ich sitze und höre irgendwie so. Ja, Bro, ich werde jetzt heute nicht noch in der Wildnis pennen, Alter. Sehe ich nicht. Da ist die Polizeistation, da ist das Polizeischild. Und dann bringen wir das jetzt da rein und dann fahren wir woanders hin campen. Und dann schauen wir, was die jetzt sagen, Alter. Vielleicht helfen wir irgendwie. Okay, ich habe mich meanwhile in die Polizisten verliebt. Jedenfalls fahren wir jetzt zu einem ganz anderen Campingspot, weil wir wirklich keinen Bock haben, da oben nochmal bei den Seen hin zu fahren. Tatsächlich war hier auch kein einziges Polizeiauto auf der Station. Keine Ahnung, maybe hat das was damit zu tun. Leo meinte, sie hat ja eben am Telefon gesagt, because of that, maybe nobody can come. Jedenfalls kriegen wir morgen nochmal einen Call und wissen dann mehr. Fucking weirde Situation, wirklich fucking weirde Situation. Ich hoffe wirklich einfach, also ich finde es sehr cool, dass sie sich zurückmelden. Das ist ganz geil, so für die eigene Befindlichkeit und für das eigene Gewissen so ein bisschen. Fühlt sich auf jeden Fall richtig an. Ich glaube, einfach weggefahren zu sein, wäre weird gewesen so. Hoffentlich ist diese Person in sicheren Händen. Hoffentlich ist es nur irgendeine kleine Scheiße. Dann ist es jetzt auch gut so, dann können wir das jetzt hier quitten. Ganz anders gekommen, als wir gedacht haben. Wirklich ganz, ganz anders. Mit sowas rechnet man ja nicht. Ich denke mal, spätestens im morgigen Video wissen wir mehr und können hoffentlich sagen, dass alles gut verlaufen ist und die Sachen, die da lagen, nichts an Bedeutung hatten. So, wir waren gerade noch bei Max, Leute. Wenn du jetzt ein bisschen zurückgesetzt, dann sieht man es vielleicht sogar. War sehr wild. Ich hatte einen vegetarischen Chicken Burger, der absolut wild geschmeckt hat. Wirklich, also geisteskrazy. Also dann, ich würde sagen, Leute, das war's von diesem Vlog. Wir haben morgen neue Infos für euch und können euch Bescheid geben, was dabei rumgekommen ist. Wir gehen jetzt erstmal pennen. Macht's gut, haut rein, ciao.